Erstes Buch, sechstes Kapitel von Geschichte der Abderiten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Erstes Buch, sechstes Kapitel. Eine Gelegenheit für den Leser, um sein Gehirn aus der schaukelnden Bewegung des vorigen Kapitels wieder in Ruhe zu setzen. Gute, kunstlose, sanftherzige Gulleru, sagte Demokritus, da er nach Hause gekommen war, zu einer wohlgepflegten, krauslockigen Schwarzen, die ihm mit offenen Armen entgegeneilte. »Komm an meinen Busen, ehrliche Gulleru! Zwar bist du schwarz wie die Göttin der Nacht, dein Haar ist wollicht und deine Nase platt, deine Augen sind klein, deine Ohren groß und deine Lippen gleichen einer aufgeborstenen Nelke. Aber dein Herz ist rein und aufrichtig und fröhlich und fühlt mit der ganzen Natur. Du denkst nie Arges, sagst nie was Albernes, quälst weder andere noch dich selbst und tust nichts, was du nicht gestehen darfst. Deine Seele ist ohne Falsch, wie dein Gesicht ohne Schminke. Du kennst weder Neid noch Schadenfreude, und nie hat sich deine ehrliche platte Nase gerümpft, um eines deiner Nebengeschöpfe zu höhnen oder in Verlegenheit zu setzen. Unbesorgt, ob du gefällst oder nicht gefällst, lebst du, in deine Unschuld eingehüllt, im Frieden mit dir selbst und der ganzen Natur. Immer geschickt, Freude zu geben und zu empfangen, und wert, dass das Herz eines Mannes an deinem Busen ruhe. Gute, sanftherzige Gulleru, ich könnte dir einen andern Namen geben, einen schönen, klangreichen, griechischen Namen, auf Ane oder Ide, Arion oder Erion, aber dein Name ist schön genug, weil er dein ist. Und ich bin nicht Demokritus, oder die Zeit soll noch kommen, wo jedes ehrliche, gute Herz dem Namen Gulleru entgegenschlagen soll. Gulleru begriff nicht allzu wohl, was Demokritus mit dieser empfindsamen Anrede haben wollte, aber sie sah, dass es eine Ergießung seines Herzens war, und so verstand sie gerade so viel davon, als sie von Nöten hatte. War diese Gulleru seine Frau? Nein. Seine Beischläferin? Nein. Seine Sklavin? Nach ihrem Anzug zu schließen, nein. Wie war sie denn angezogen? So gut, dass sie ein Ehrenfräulein der Königin von Saba hätte vorstellen können. Schnüre von großen feinen Perlen zwischen den Locken und um Hals und Arme. Ein Gewand voll schön gebrochener Falten von dünnem, feuerfarbenem Atlas mit Streifen, von welcher Farbe sie wollen,
unter ihrem Busen von einem reich gestickten Gürtel zusammengehalten, den eine Agraffe von Smaragden schloß, und was weiß ich alles. Der Anzug war reich genug. Wenigstens können Sie mir glauben, daß, so wie sie war, kein Prinz von Senegal, Angola, Gambia, Kongo und Loango sie ungestraft angesehen hätte. Aber ich sehe wohl, daß Sie noch nicht am Ende Ihrer Fragen sind. Wer war denn diese Gulleru? War es eben die, von welcher vorhin gesprochen wurde? Wie kam Demokritus zu ihr? Auf welchem Fuß lebte sie in seinem Hause? Ich gestehe es, dies sind sehr billige Fragen, aber sie zu beantworten, sehe ich vor der Hand keine Möglichkeit. Denken Sie nicht, dass ich hier den Verschwiegenen machen wolle oder dass ein besonderes Geheimnis unter der Sache stecke. Die Ursache, warum ich sie nicht beantworten kann, ist die allereinfachste von der Welt. 1000 Schriftsteller befinden sich 1000-mal in dem nämlichen Falle, nur ist unter 1000 kaum einer aufrichtig genug, in solchen Fällen die wahre Ursache zu bekennen. Soll ich Ihnen die meinige sagen? Sie werden gestehen, dass sie über alle Einwendung ist. Denn, kurz und gut, ich weiß selbst kein Wort von allem dem, was Sie von mir wissen wollen, und da ich nicht die Geschichte der schönen Gulleru schreibe, so begreifen Sie, dass ich in Absicht auf diese Dame zu nichts verbunden bin. Sollte sich, was ich nicht vorhersehen kann, etwa in der Folge Gelegenheit finden, von Demokrit oder von ihr selbst etwas Näheres zu erkundigen, so verlassen Sie sich darauf, dass Sie alles von Wort zu Wort erfahren sollen. Ende von 6. Kapitel.